Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 23.08. Schauen wir, was steht heute zur Verfügung, und herzliche Einladung auch schon mal für Samstag zum Instant Change Tagesevent. Von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr ist das immer, und da könnt ihr in die Energietransformationsmethode intensiv Einblick bekommen und auch eine kleine Gruppenanwendung mitmachen. Und ja, natürlich, wenn ihr für euch das intensiver in Anspruch nehmen wollt, nur für euch ganz konzentriert eure Ziele formulieren wollt, eure Wünsche, dann meldet euch natürlich selber für Anwendungen an. Ja, hier bei mir direkt über die Links in der Infobox. Und natürlich auch herzliche Einladungen zu allen persönlichen Legungsangeboten. Worum geht's heute? Um den Anker. Die Arbeit, die gegenseitige Verankerung, Beziehungen, auch das, woran wir festhängen. Ja, der Anker hat ein Stück weit auch weites Spektrum. Vielleicht, ne, geht es für dich heute in Sachen Arbeit gerade auch darum, zu entscheiden, ist es dein Beruf, ist es deine Berufung? Ja, mit der 35 haben wir zusammengenommen die 8, die Kraftkarte. Gilt es hier, ja, vielleicht auch einmal zu schauen, wie, ja, wohl tut dir das, was du machst? Stabilisiert es dich, stärkt es dich? Oder darfst du es prüfen vielleicht, ja? Gerade mit Saturn, rückläufigen Saturn, haben wir momentan auch ja, die Prüfung für verschiedenste Lebensthemen. Natürlich auch für Beziehungen, ja, für gegenseitige Verankerung. Erst recht nochmal, da Saturn in Opposition zu Venus immer noch so seine Energie hat und in Spannung zu Mars, da sind Beziehungen schon auch auf den Prüfstand gestellt, aber ja, bekommen hier vielleicht auch gar ihre Stabilität, ne, ihre Beständigkeit. Gehst du heute ja auch in gegenseitige Verankerung, wird das nicht nur in Beziehungen, Liebesbeziehungen heute relevant, sondern vielleicht auch, ne, in allen möglichen anderen Beziehungen, dass hier Stärkung geschieht und Beziehung zueinander geprüft werden darf. Wie viel Halt gibt sie? Wo gibt sie vielleicht nicht mehr Halt? Ja, was darf dann gemeinsam auch angeschaut werden vielleicht? Ja, und überhaupt für uns selbst ist es dran, hier zu schauen, woran hängen wir fest? Wo sollten wir unsere Anker lichten? Wo möchten wir vor Anker gehen? Dürfen wir uns selber darüber gewiss werden. Mit dem Tod haben wir hier ganz starke Transformationsenergie angezeigt. Da ja, geht das jetzt nicht in einem abrupten Tempo und Maße hinaus, was nicht mehr wohltut, sondern ja, es verabschiedet sich so langsam und allmählich das, was nicht mehr lebensdienlich, lebenstauglich ist. Das geht jetzt einfach auch hinaus. Lässt du hinter dir, ja, wirst da auch sehr unterstützt, es hinter dir zu lassen, ist eine große Arkana, steht die göttliche, geistige Welt sehr im Hintergrund. Ja. Transformation kommt hier hinein für Beruf, Berufung, für Beziehungen, für Themen, die nach unten ziehen, beziehungsweise ja, wo wir eben dann auch in Loslösung kommen, in Leichtigkeit wieder hinein, in Lebendigkeit, ne, in eine Entwicklung hinein, die stärkt, die wohltut, die glücklich macht. Ja, das kann schon grundsätzlich auch für die Arbeitswoche so gesehen werden, ja, dass hier die Arbeit diese Woche zu Ende geht. Aber vielleicht, ja, geht für den einen oder anderen tatsächlich ein Arbeitsverhältnis auch zu Ende. Zum Beispiel, ja, wird beendet, startet dann bald ein neues, oder
Ja, gehst du vielleicht auch in Urlaub? Beziehungen ebenso. Ja, schauen wir, inwiefern sind wir hier noch hingewiesen. Geh zu Menschen, die dich umarmen, die dich lieb haben und denen du deine Liebe uneingeschränkt zeigen kannst und darfst. Dein inneres Kind möchte seine Liebe frei zeigen. Öffne dich dafür, mehr Liebe in deinem Leben fließen zu lassen. Auch wenn du noch nicht weißt, wo du das tun kannst oder woher die Liebe kommen kann. Ja, auch eben ein Hinweis darauf, ne? Beziehungen vielleicht auch zu prüfen. Also nicht nur Liebesbeziehungen, ne? Sondern jegliche Beziehungen. Wo dürfen wir, ja, ganz da sein? Sind wir ganz angenommen? Geh zu Menschen, die dich umarmen, die dich lieb haben und denen du deine Liebe uneingeschränkt zeigen kannst und darfst. Ja, wo kein Verbiegen stattfindet, wo keine Ablehnung stattfindet. Ja, lass das hinter dir, was dir nicht wohl tut. Genauso auch in Arbeitsverhältnissen, ja. Und auch hin zu bestimmten Erfahrungen aus der Vergangenheit, ne, Dingen, die dir nicht wohltun. Was tut dir wohl? Was ist dir angenehm? Auch an wirklich materiellen Dingen, ja. Und das, was dir nicht wohl tut, das, ja, das kannst du weggeben, verschenken, liebevoll verabschieden, ne? Es hat vielleicht einmal seine Dienste getan, jetzt nicht mehr. Ich wünsche dir eine sehr belebende Zeit, stärkende Zeit, wo du selber auch Stabilität und Sicherheit findest für dich, aber auch im Miteinander. Ja, und ihr beieinander vor Anker gehen könnt, Stabilität und Halt findet. Alles Liebe dafür und bis bald, deine Tara von Tarot Rainbow.